Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir wollten mal versuchen, in die östlichen Bereiche der Map hier zu kommen. Hier zur Pulverwüste. Mal gucken, wie sehr das möglich ist für uns. Ob wir angegriffen werden. Also wir werden definitiv noch angegriffen. Aber was uns angreifen könnte oder so, dass wir endlich mal ein bisschen weiterkommen. Vor allem hier sind jetzt Silberhain, Dünhain, Pulverwüste. Und was haben wir da? Auch noch einen Weg? Ach ne. Ein Zweigling, also ein Waldelementar. Jo, werden direkt angegriffen. So. Tapwurzel lassen wir mal. Ich habe so das Gefühl, wir müssen wieder was essen. Komm, wir gönnen uns mal eine Brezel. Wir haben schon so lange keine Brezel mehr gegessen. Was hat die denn da für eine Waffe? Ein Runenschwert. Er, Entschuldigung, ist ein Er, auch mit Runen. Yo, Alter. Den Kampf schaffen wir nicht. Ist doch ein bisschen hart hier. Schnell. Werde ich die wieder los? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht so schnell. Scheiße. Komm. Eselchen. Ich mag ab die Kampfmusik hier. Ich hoffe, wir sind jetzt schon gleich wieder weg. Zumindest weit genug. Okay. Eselchen. Gute Arbeit. Hast du fein gemacht. Okay, das dauert noch ein bisschen, bis wir dahin können. Was machen wir dann? Müssen wir vielleicht doch ein bisschen was mit der Hauptstory weitermachen? Obwohl das nächste Gebiet, hoppala, wo wir ja hin konnten, war ja nicht nur die Steilklippe, sondern hier der Flüsterwald oder Düsterwald. Da kamen wir ja irgendwie als nächstes hin, so von der Hauptquest her. Vielleicht müssen wir erstmal hier hin, bevor wir überhaupt da nach Osten können. Vielleicht müssen wir da uns erst einmal irgendwie zurechtfinden. Wie viel tragen wir mit uns? 286. Wir könnten eigentlich ein paar Sachen wieder verkaufen gehen erstmal. Und einlagern. Und dann müssten wir mal zusehen, dass wir vielleicht wieder bessere Rüstung kriegen als das, was wir jetzt haben. Also noch besser. Ich hätte gern so Daedra-Zeug, also Dämonenrüstung oder sowas.
sage ich, glaube ich, schon gefühlt seit 100 Folgen, auch wenn wir hier jetzt gerade bei Folge 40 um den Dreh sein sollten. So. Schreitet wohl. Jo, auch ihr schreitet wohl. So, Marktplatz. Bildet euch in der Kunst der Alchemie fort, um wichtige, mächtige Tränke und tödliche Gifte zu brauen. So. Beziehungsweise, wenn wir hier einmal kurz gucken. Vielleicht. Vielleicht wäre. Schmieden irgendwie wichtig oder so. Wäre. Hallo. Gulfu? Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, können wir den Eichenbogen verkaufen? Einen der Runenbögen. Runenschlachtaxt. Ein Runenschwert. Den Stahldolch und das Stahlschwert. So, Eisenhandschuhe, Eisenharnisch, Eisenschuhe. Die können weg. So. Unsichtbarkeitstrank brauchen wir nicht. Ja, der kann auch weg, den haben wir schon. Schreitet wohl. Hm? So viel zu tun. So, dann gehen wir einmal vielleicht kurz nach Hause. Mal gucken, was wir einlagern können. So, hier. Handwerksburg und Windwurz. Hatten wir die nicht woanders reingetan? Ich pack die mal da rein. So, hier hatten wir ja die Bücher und sowas. Vielleicht das erstmal. Nein, ich wollte das da reinpacken. So, ich. Ah, den haben wir zweimal. Okay, können wir einen verkaufen. Den haben wir zweimal. Den haben wir zweimal. Den haben wir doppelt. Den haben wir doppelt. Den auch. Das haben wir doppelt. Den haben wir. Und den. So, durchsuche Truhe. Hier haben wir jetzt nichts Doppelte. So. Goldrubengier, den packe ich mal da rein. Ring der Sinistra, des Beschützers und des fährten Lasers. Die haben wir alle doppelt, die müssen wir verkaufen. Wo hatten wir Schädel reingetan? Hier. Ja, hier hatten wir die. So, goldenes Trinkhorn ist gestohlen. Ich glaube, ich packe den auch mal erstmal hier rein. Haben wir da noch irgendwas drinnen? Nö. So.
Okay, die können wir noch nicht. Ja, wir haben hier nichts zum Kochen, ne? So, Werkbank. Kann ich hier... Armschienen des Ordens und Hüters. Ich kann hier selber aber jetzt nichts schmieden, ne? Muss hier draußen wahrscheinlich schmieden. Und dann mal gucken. Hier könnten wir nochmal schleifen. Abend. Abend, Amboss. Muss ich das Rezept bei mir führen? Wie schmiedet man hier? Es ergibt doch alles keinen Sinn. Was ergibt gar keinen Sinn? Madam? So, Samuel. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch dies und das? Schaut einfach selbst. Ja, ja, mach ich. Kein Problem, So. Das und das. So. Schreitet wohl. Was? Was wollt ihr denn noch? Ich wollte jetzt gar nichts. Weiß jetzt nicht, was sein Problem war. So, dann vielleicht doch die Steilküste nochmal versuchen. Ihr seid nicht von hier, was? Nein. Brot! Kostet jetzt unser unvergleichlich duftendes, frisches Brot. So, für jeden herstellbaren Gegenstand, ob Dolch, Rüstung oder Artefakt, benötigt ihr eine bestimmte Anzahl an Einzelteilen. Sucht in Fässern, Kisten oder Truhen. Wir müssen Einzelteile auch mal sammeln. Hallo? Madame? Monsieur? Manche Menschen wissen nicht. Madame? Hallo? So, okay. Wir gehen dann da nochmal weiter. Hier. Wir sind ja nur bis zum Myradentum gekommen, aber... Ah, ne, da waren ja... Was war denn da? Deswegen wir nicht weiterkamen. Vielleicht doch mal in Richtung Flüsterwald? Genau, da waren Irrlichter, die wir nicht bekämpfen konnten. Achso, und ich muss mal meinen Schattenstich wieder... benutzen. Okay, der Messer hat uns nicht angesprochen. Oder gegrüßt zumindest. Nee, so. Wie viel bräuchten wir eigentlich? Hoppala. Das war das Falsche. Nochmal kurz zurück. Ah, die neue Belegung, die ich gemacht habe, die muss... Ich muss mich erstmal dran noch gewöhnen. So. Was war hier? Das war Pferd. Hier war das. Bis zur nächsten Stufe fehlen noch 2000 Punkte. Aber ich lasse Eselchen in Ruhe. Eselchen kann eigentlich entspannen. So. Genau, wir müssen dann jetzt hier über die Brücke, dann geradeaus. Und dann Richtung... Also hier links entlang.
Obwohl, da ist ja noch eine Höhle und so, die wir noch nicht gemacht hatten. Sogar noch in Reichweite. Dann gehen wir mal hier entlang. Und noch so ein Turm. Oder Ruine, würde ich mal behaupten. Genau, hier waren die Türen drinne. Komme ich anderweitig hier erstmal dran vorbei. Ich sehe gerade gar nichts. Hierum nicht. Okay, wo ist der Bär? Den ich höre, aber nicht sehe. Es hat so den Anschein, als wäre das gleich hier irgendwo. So, komm, ich will hoch. Ah, hier haben wir was. Braunfelsenhöhle entdeckt. Aber zuerst hier. Yo! Entlaufener Gefangener. Jo, das überlebe ich nicht. Nee, das ist das Falsche. So. Vielleicht eben. Bringt gerade gar nichts. Ich hoffe, die finden mich jetzt nicht. Nein, nicht runterfallen. Ich hoffe, jetzt finden die mich nicht mehr. So die erkennen irgendwie, dass die da rumlaufen. Jo, die armen Wölfe. So, So, Tomatensuppe. Gönnen wir uns das mal. Ich hoffe, die kommt nicht auf die Idee, zu mir hinzugehen. Alter. Jetzt habe ich ein Problem.
So, wo ist die andere? Ich sehe die nicht. Da. Alter. Alte Entropierobe. Ist aber gut was wert. Wo ist die andere? Wer hat da auf mich geschossen? Erwachter verloren. Der nächste jetzt. Okay, hier oben ist sehr gefährlich. Mit den Verloren wollte ich jetzt nichts zu tun haben. So. Das Auge schließt sich zumindest schon in der Mitte. So, und Leben kann sich wieder aufladen, immerhin. So, dann kümmern wir uns gleich um die anderen Magier da vorne. Schade, dass wir die andere jetzt nicht looten konnten. Vielleicht machen wir erstmal wieder damit, dass wir die erledigen, die wir sehen können. Dem scheint alles egal zu sein. Der bleibt in seiner Animation. So, entlaufener Gefangener. Scharfe Holzfäller-Axt. So, die Pfeile nehmen wir mit. Der hat auch nichts. Nix von Wert. Säge wegentdeckt. So, Tomate nehmen wir mit. Ein Hufeisen. Alter Eisenpfeil. Eisenschlachtaxt nehmen wir mal mit. Groschenbeutel. 5 Groschen immerhin. So. Hier haben wir Mehl. Nehmen wir mal mit. Genesungstrank. Eine Säge. So, Groschen, Groschen, Groschen. Da ist noch ein Groschen. Und Kürbis. Bericht eines unbekannten Reisenden, Band 1. Komm, nehmen wir wieder mit. Festlederschuhe, Rolle des Lichtboten, einfach. Komm, da war es doch fast. Ja. War hier noch was? Nur eine Laterne. Okay, da wird nichts. Dann gehen wir mal in die Höhle rein. Ich glaube, es geht wieder darauf hinaus, dass ich hier anfange auf den Bogenschützen zu gehen. Genau wie in Skyrim. Ich glaube, so einen schleichenden Bogenschützen, das macht jeder irgendwie in Skyrim. Das ist irgendwie die gängigste Art, das zu spielen, glaube ich.
Aber das ist auch so overpowered, das System. Tot? Ich glaube, ich bleibe beim Bogen. So, den Pfeil nehmen wir wieder mit. Der hat keinen Pfeil mehr. Und für die habe ich die Punkte bekommen, oder wie jetzt? Wenigstens 3 Holz. Nee, das wollte ich nicht. So. Damit ich wieder ein bisschen mehr was sehen kann. Wer auch immer hier ist, ich logge den mal dahin. Hier ist niemand, okay. Also kann ich wieder die Fackel ausrüsten. Durchsuchen Korb. Orange. Lauch nehmen wir mit. Endralea Krustenbrot. Großes Stück Käse. Ein Topf. Die magische Disziplin Lichtmagie nehmen wir auch mal mit. Oh, ein Dietrich. Groschen, Groschen, Groschen. Zerstörtes Buch. Was ist dahinter? Rolle der Seelenfalle. Ich glaube, von hier kamen wir, oder? Ja, von hier kamen wir. So, Morgenlufttrank brauchen wir nicht. Ach so, das war das Ding. Ich hatte jetzt gedacht, hier kommt vielleicht so eine Riesenspinne oder sowas wieder. Ihr müsst den Riegel öffnen. Okay, was kommt jetzt hier auf uns? Ich versuche mal, egal was da sein soll, anzulocken oder rauszulocken. Warte mal, wie viel war das Ding wert? Ach, nur 15. Amphore lassen wir mal. Kelch. Knoblauch. Salz. Nägel. Der ist leer. Der ist leer. Warten wir vielleicht mal eine Stunde.
Nach Herzland, wo führt das denn hin? Oh! Das war das hier. Jetzt stecke ich fest. So. Okay, habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir hier bei den Zwillingstüren wieder auftauchen. Kann es sein, dass sie stärker geworden ist? So. Nehmen wir mit. Guck mal, ob ich da noch... Ja, da sind noch zwei. Versuch die mal rauszulocken. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Tschüss. Okay, den sehen wir nicht mehr wieder. So, hier schlafen wir mal. Bis 8 Uhr morgens. So, hier. Aber doch schön, dass hier auch manche wieder respawnen, wieder zurückkommen an Gegnern und so. Kann man doch noch einiges an Erfahrungspunkte sammeln. Aber dann würde ich vielleicht sagen, macht es doch Sinn, Spuren im Sand, das Wort der Toten, Jesper Myrantum, der Steilklippe trifft. Komm, machen wir. Treffen wir uns mit Jesper. Wir wollten eh zur Steilklippe und vielleicht kann er uns helfen, da an den Dings vorbeizukommen, an den Irrlichtern. Und ich vermisse ihn sogar auch ein bisschen. Komm, das ist eine Abkürzung. Nur kurz gucken. Ist irgendwas wieder da? Nö. Ach, Scheiß auf den Hasen. Ja, hier ist alles tot.
Okay, hier ist ein Bär. Straßendieb. Und tollwütiger Fuchs. Ach, stimmt. Die kennen wir ja noch von letztens. Und hungriger Wolf. Ein leerer hungriger Wolf. Keiner da? Okay. Stimmt, hier sind sie auch noch alle tot. Ich habe Knochen gehört. Vor allem, wenn wir unseren Charakter so ansehen, wäre der hellblich, man würde echt nicht mehr erkennen, ob das jetzt ein Männlein oder Weiblein wäre. Also wenn das ein anderer Helm wäre. Okay, vielleicht noch an die... An das Dekolleté in dem Bereich. An den Brüsten. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen erahnen, aber ansonsten, von hinten, wenn wir das ansehen, keine Ahnung, Männlein oder Weiblein. So, den Troll hatten wir ja auch schon. Hat der Hirsch gerade an dem toten Wolf genagt? Okay, Hirsche sind Fleischfresser. Oder Aasfresser, besser gesagt, hier in dem Fall. Auch mal interessant, sowas zu erleben. Aas fressende Hirsche. So, das müssen wir auch noch irgendwann erledigen. So, ach, wir sind schon da. Jesper, hi. Da bist du ja. Und, wollen wir? Was ist eigentlich die Geschichte dieser Narbe? Die Narbe? Sagen wir es so. Wenn dich irgendwann mal 2-4 armweit große arasialische Frauen in einer Talguler Taverne auf ihr Zimmer einladen, solltest du die beiden entweder verdammt gut kennen oder Fersengeld geben. Tagul? Sagt dir nichts. Die Hauptstadt... Zumindest laut den zivilisierten Arasealern. Lass mir raten, du hast weder noch getan. Asche auf mein Haupt. Mich hatte so ein reicher Schnösel angeheuert, um ihm einen Totem aus einer Siedlung der Freien zu beschaffen. Also der Arasealer, die sich nicht den Lichtgeborenen gebeugt haben, ihre Naturgötter verehren und als Nomaden durch die Steppe ziehen. Keine Ahnung, wie viel du über Arasial weißt, aber... Die Freien stehen seit Jahrhunderten im Konflikt mit den Zivilisierten, die die sieben Göttlichen verehren. Attentate auf beiden Seiten, Blutfäden. Das Übliche eben, wenn zwei Parteien beide meinen, es besser zu wissen. Der Auftrag entsprang natürlich dieser Fehde. Das Totem gehörte einem Nomadenstamm und der Schnösel wollte es haben. Also habe ich es ihm beschafft. Was? Und du hattest überhaupt keine Gewissensbisse? Oh doch, natürlich. Ich habe mich nächtelang danach noch in den Schlaf geweint. Im Ernst, warum sollte ich? Sowohl die Freien als auch die Zivilisierten sind so erpicht darauf, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Da macht ein geschändetes Totem hin oder her keinen Unterschied. Und die beiden Arasialerinnen waren Freie? Korrekt. Und ich... Ich war angetrunken und etwas... einsam, wenn du verstehst, was ich meine. Hast du schon mal eine reinblütige Arasealerin in ihren 20ern gesehen? Da ist es wirklich schwer, Nein zu sagen.
Wie du jedenfalls schon erkannt hast, das Ganze lief anders als erwartet. Oben im Zimmer angekommen, hat mein Gesicht Bekanntschaft mit einem Tischbein und vier absolut nicht zarten arasialischen Damen Fäusten und Füßen gemacht. Und das Totem war mitsamt all meinen Groschen und Klamotten weg. Geschah mir vermutlich irgendwie recht. Das passiert, wenn man in den falschen Situationen mit der Hüftgegend und nicht mit dem Kopf denkt. Sie haben dir deine ganze Kleidung genommen? Ja. Nimmst du es mir übel, wenn ich das irgendwie lustig finde? Oh, welch kalte Welt ist das. Ich offenbare dir meine tiefsten seelischen Narben und du hast nichts als Hohn für mich übrig. Verdammt seist du, schelmische Kreatur. Aber, naja, wie sagt man so schön, ein hübsches Gesicht kann nichts entstellen. Hübsch vielleicht nicht, aber verrucht und mysteriös, das hat doch auch was. Na schön, dass dich die ganze Sache nicht deine Bescheidenheit gekostet. Fakten bleiben Fakten. Du warst auch auf Reisen, bevor der Orden dich angeheuert hat, oder? Stimmt. Warum fragst du? Was hat dich bewogen, wieder zurück nach Enderal zu kommen? Oh, gute Frage. Vermutlich war es am Ende einfach nur ein Bauchgefühl. Plus, die Bürgerkriege in den anderen Ländern haben auch nicht gerade zum Bleiben eingeladen, sagen wir es so. Ist es nicht schwer, als reisender Söldner über die Runden zu kommen? In welchen Ländern warst du überall eigentlich? Die meiste Zeit habe ich in Kyra verbracht. Dann war ich noch einmal eine längere Zeit auf den Inseln von Kile. Ah, und einmal hat mich eine Mission nach Mele und nach Myr Aranat geführt. Erzähl mir was über Kyra. Warte mal, Myr Aranat? Ist das nicht verlassen? Yep, ist es. Ich war mit einem Söldnertrupp dort. Wir sollten etwas aus einem Turm der alten Hauptstadt bergen. Kein schöner Fleck, wirklich. Überall ist da dieser Nebel. Und bei jedem Schritt musst du aufpassen, nicht in irgendeinem Sumpf zu versinken. Aber hat natürlich auch seinen Reiz. Ist es nicht schwer, als reisender Söldner über die Runden zu kommen? Naja, das kommt darauf an, wie du schwer definierst. Selbst wenn man in einer Stadt oder einem neuen Land keine Kontaktpersonen hat, über kurz oder lang findet man eine Anlaufstelle. Und natürlich, ich kann keine Götterzunge zum Morgenbrot essen, aber für ein Dach überm Kopf und ein paar weltliche Freuden reicht es allemal. Und darauf kommt's doch an. Okay, Man sieht sich. Was denkst du zu den derzeitigen Geschehnissen eigentlich? Zu den lebenden Toten, den wilden Vatyren und den wahnsinnig werdenden Menschen, meinst du? Dieses Land hat schon bessere Zeiten gesehen, das steht fest. Aber wenigstens passiert hier mal etwas. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Okay, komm, lass uns gehen. Wunderbar. Hier, ich zeichne dir den Ort, wo das Anwesen sein soll, auf der Karte ein. Geh du vor. Zum Anwesen des alten Mannes reisen? Wo genau? Okay, also wir können Jesper jetzt nutzen, um an den Irrlichtern da vorbeizukommen. Gehe ich mal von aus. Wäre das sehr asozial von mir, wenn ich ihn so einmal schnell speichern? Wenn ich ihn komplett da vor die Hunde schicke, sage ich jetzt mal so. Er kann ja eh nicht sterben, also. So, ich will auch wissen, was das für ein Drachensymbol ist. Wer ist denn das? Dietrich, Altenharnisch. Die darf er behalten. Jetzt fängt wieder an zu regnen. Hat das hiermit zu tun? Wo waren die Irrlichter? Da.
Jesper? Viel Glück, Jesper. Ich glaube an dich. Jo. Wie, jetzt sind beide... Mana-Salz? So, jetzt eben was... Puran, ich weiß jetzt nicht, ob da noch einer ist. Noch ein Mana-Salz. Ich würde gerne wissen, wo die Straße ist. Er findet noch seinen Weg gut. Und da haben wir schon... Ach, er ist das. Ich habe jetzt gedacht, da kommen andere Viecher. Erzählt. Puh, was Menschen nicht alles als Kunst bezeichnen. Sind hier noch mehr von denen? So, Jesper, wir sind da. Da drinnen wohnt er also. Man kann es sich auch absichtlich ungemütlich machen. Ich schätze, jetzt heißt es erstmal auf Einbruch der Dunkelheit warten. Wir wollen ja nicht, dass der Kerl uns das Artefakt abnimmt und danach gleich wieder wegschickt. So. Ich denke, das genügt. Dann sehen wir mal, wie wir reinkommen. Diese Falkenköpfe sehen interessant aus. Okay, Einbruch der Nacht. Was hast du vor, Jesper? Okay, da kommt jemand. Ja, was wollt ihr? Schaltet wohl, seid ihr? Ich bin Meister Gaius Diener. Also nein, bin ich nicht. Falls ihr Almosen sucht, seid ihr hier falsch. Wir haben nichts zu geben. Wir sind keine Bettler, sondern Händler. Uns wurde gesagt, dass euer Meister eine Vorliebe für Relikte hat. Und wir haben etwas, das ihn interessieren könnte. Ist das so? Und was könnten zwei in Lumpen gekleidete fliegende Händler haben, das für meinen Meister von Interesse sein könnte? Terlio Arant her als Kette zeigt. Das hier? Das ist eine Silberbrosche der Seraphen.
Woher habt ihr das? Das ist unwichtig. Fakt ist, dass ich sie zu verkaufen gedenke. So, so. Na gut, das ändert die Lage. Ihr dürft eintreten. Und verzeiht meine Schroffheit, ich habe euch falsch eingeschätzt. Macht er jetzt auf? Ich würde vielleicht mal so eine Fackel nehmen, damit ich mehr sehe. Unglücklicherweise musiziert Meister Gaius im Moment und das dauert zumeist. Bis weit in die Dämmerung, aber ihr könnt so lang in einem Gästezimmer unterkommen. In der Frühe wird er euch dann empfangen. Das klingt gut. Heute hätten wir es ohnehin nicht mehr nach Ark zurückgeschafft. Bringt mal einen Miradenwärter dazu, bei dem Wetter zu fliegen. Also, ein schönes Haus habt ihr da. Ihr lebt alleine hier mit eurem Meister? Man erzählt sich eine ganze Menge über ihn. Bitte, sparen wir uns einfach. Vor allem, ich bin hier auch gekleidet wie ein Ordenshüter. Und das fällt denen einfach nicht auf. Okay. Anwesen des alten Mannes. So, folgt mir. Eure Gemächer sind oben. Wie bereits erwähnt, wird Meister Gaius diese Nacht musizieren. Verzeiht also, wenn es euch vom Schlafen abhält. Aber wenn ihr einen Rat wollt, hört zu. Nirgendwo auf Wien werdet ihr etwas Vergleichbares hören. Da bin ich gespannt. Dann werden wir das tun. Euer Meister ist also Künstler, ja? Ich habe die Puppen gesehen. Sehr interessant. Interessant? Ja, das sind sie. Meister Gaius sagt immer, Kunst ist einzigartig, weil sie es uns erlaubt, dorthin zu sehen, wo unser Verstand wegsieht. Wie meint er das? Nun ja, wir alle haben Dämonen in uns. Erinnerungen, Wahrheiten, die wir tief in unser Unbewusstes gesperrt haben, weil wir sie nicht sehen wollen. Wahre Kunst durchdringt diese Barrieren und erinnert uns an das, was wir wirklich sind. Interessanter Gedanke. Ja, finde ich auch. Hier wären wir. Macht es euch bequem, ich informiere euch, sobald der Meister bereit ist, euch zu sehen. Ach, und übrigens, nennt es Intuition oder Vorhersehung, aber ich hatte ein Gefühl, dass wir heute Nacht Besuch bekommen würden und deshalb habe ich eine kleine Mahlzeit vorbereitet. Das Fleisch ist mir ein wenig angebrannt, aber schmecken sollte es dennoch. Bedient euch also. Nun entschuldigt mich bitte, ich muss ruhen. Es ist spät und der Tag war anstrengend. Natürlich, ja, kein Thema. Wohl und hab Dank für die Gastfreundschaft. Sehr gerne. So, schließt er hinter uns ab? Ich kann mich nicht bewegen gerade. Der macht zu. Und jetzt? So, und Jesper? Magister, nenn mich paranoid, aber irgendwie lief mir das alles ein wenig zu glatt. Nicht nur dir. Irgendwas an diesem Kerl war seltsam. Zum Beispiel, dass er schon am Tor stand, als du geläutet hast. Und natürlich die Tatsache, dass er mit einem alten Mann zusammenlebt, der den Sagen nach älter als der schwarze Wächter ist. Aber jedem das Seine. Was tun wir nun? Warten? Ja, ein oder zwei Stunden, bis dieser Diener schläft. Ich habe einen Schlauch Wein dabei. Den können wir uns ja in der Zeit gönnen. Dieses Essen würde ich nicht anrühren. Und währenddessen könntest du mir noch einmal von deiner Prüfung erzählen, wenn du willst. Oder irgendetwas anderes. Hauptsache, es lenkt mich von diesen potthässlichen Figuren in der Ecke da ab. Welcher Ecke? Verstehe. Ein interessantes Gedankenspiel, das mit dem letzten Moment, der ewig währt. Wusstest du, dass kyrannische Mentalisten sich in ihren Träumen bewusst werden können, dass sie träumen? Dort existieren sie dann losgelöst von Zeit. Es soll einen Arkanisten gegeben haben, der 1000 Jahre in seinem Kopf gelebt hat, während er in der echten Welt nur 8 Stunden geschlafen hat. Aber naja, das ist ein Thema für sich.
Ich denke, jetzt ist es spät genug für unsere kleine Exkursion. Finden wir dieses Relikt. So, da ist sie also, die Musik, die alle Barrieren durchdringt. Ebenso heiter wie dieser Ort. Ah, die Statue. Figumatte. Interagieren, Steintafel. Die Ernte. Reichen. Kennen wir schon. Dann würde ich aber sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.